Hallöchen, Popöchen. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Es geht weiter mit unserer oberen Etage hier. Oh, schöne Musik. Nein, doch, aber wir machen jetzt mal weiter mit der oberen Etage hier. Und was könnten wir auch noch machen? Ich habe überlegt, das Haus da vorne an den Feldern könnten wir aus Steinziegeln bauen. Dafür müssten wir jetzt nur ein paar so, Diorite, okay, davon Diorit haben wir doch 23 mitgebracht, das ist schön. Konnte man den craften? Jawohl. Da war ein bisschen Polish Diorite noch, falls das der war. Wobei, nee, das war der wahrscheinlich nicht, aber egal. Also was ich mir gedacht habe, könnte man so aus Steinziegeln machen. Ich werde jetzt erstmal ein paar Öfen noch bauen. Die wir dann... Ich weiß auch schon, wo die alle hinkommen. Nochmal zwei Crafting Table dazu. Man möchte es ja auch schön hier haben. Zack, 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 zack. Okay, das ist eine ungerade Anzahl, das trifft sich gut. 1, 2, 3, 4. Und rechts und links daneben die Crafting Table erstmal. Ups, das war nicht so geplant. Das war so geplant. Der hier nochmal weg. So. Da werde ich jetzt hier erstmal machen. 8, 8. 8, 8. 8 davon. Und 64 hiervon. 64 Cobblestones. Und ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Hier haben wir nochmal 64. Egal, machen wir direkt 3 Stacks, würde ich sagen. So. Haben wir 3 Stacks an Cobblestones, die wir dann mal eben braten können. Um Steinziegel rauszukriegen. Die Steinziegel, damit dann halt das Haus bauen, bla bla bla, beziehungsweise dieses Lager bauen und das erstmal dafür verwenden, bis wir das Haus fertig haben. Denn fürs Haus. Für alles verwenden, bis wir das Haus fertig haben, denn für das Haus brauchen wir auf jeden Fall. Ja, ich würde mal sagen. Ach, das ist schon alles perfekt vorbereitet. Finde ich gut. Ne, fürs Haus brauchen wir ganz viele Bäume und zwar keine Birken, wie die hier stehen, sondern Oakwood. So, hier haben wir das Problem allerdings. Birken, 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 Birken. Hier sind so viele Birken dazwischen, dass man das Oakwood fast gar nicht dazwischen erkennt. Aber irgendwie findet man es doch. Und ich hätte mal eine Spitzhacke machen, eine Axt machen sollen, denn das ist die letzte. Aber das ist alles kein Problem. Denn, und ich finde das immer noch so toll hier, der Shader. Das Haus wird schön aussehen. Oder wir bauen hier hinten später einfach nur noch dran. Mal schauen. Das weiß ich noch nicht genau, wie wir das handhaben werden. Der Baum hier muss auf jeden Fall weichen, um das Ganze nochmal etwas schöner hier terraformen zu können. Das kommt aber alles noch mit Blümchen und so weiter in der Zukunft. Genauso wie wir diesen Stall hier noch ja, vergrößern müssen. Ich weiß immer noch nicht, wieso da ein Pferd drin steht. Oder ich weiß nicht, wieso da immer noch das Pferd drin steht. Sagen wir es mal so, hier ist nur Erde drin. Das ist doch krass. Also Jungs, zum Terraform haben wir noch genug. Wovon wir nicht genug haben, sind Äxte. Die machen wir uns jetzt erstmal. Und das war richtig toll. Jetzt haben wir noch einmal Cobblestone. Ich hoffe, hier ist noch was drin. Das ist Gravel, das ist Andesit. Gut, wir brauchen Cobblestone. Das hätte ich nicht gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das in unserem Leben nochmal brauchen werden. Aber wir brauchen Cobblestone. Yay. Wieso habe ich jetzt nochmal alles verbraten? Ich weiß es nicht. Egal. Wir werden hier auch ein bisschen aufforsten und so weiter und so fort. Jetzt mit den Saplings, die wir rauskriegen. So, ja, Holzkloppen ist immer richtig toll. Ja, das nächste Thema, was man jetzt mal hier ansprechen könnte, oder was ich jetzt hier ansprechen wollte, war so ein bisschen von wegen einen Haushalt schmeißen, zurechtkommen in einem Haushalt und so weiter und so fort. Und es ist ja so, ach da ist sie, ich dachte schon. Es ist ja so, wenn man zum ersten Mal jetzt so eigenen Haushalt und so weiter, was zur Hölle ist hier
Oh, okay. Gut, ich weiß, wo wir erstmal Holz abbauen und wo wir ein bisschen Erde schon mal verschwenden könnten. Wenn wir jetzt noch was dabei haben. Ja, haben wir. Gut. Ich würde sagen, hier ist mal ein bisschen was abgefackelt. Aber das war noch nicht mal unsere Schuld. Also, das finde ich gut. Ja, wo wir beim Thema waren gerade. Ich glaube, der hier ist eigentlich gar nicht abgefackelt, aber egal. Wo wir beim Thema gerade waren mit Haushalt schmeißen und so. Man hat es halt vorher wirklich so, ja, Mama macht alles und im Endeffekt, wenn man Hunger hat, ist was da, man kann sich's nehmen und so weiter und so fort. Geld ist Taschengeld, immer genug da. Der Vater ist ein Geldautomat, so ungefähr. Ja, und dann auf einmal, von einem Tag auf den anderen, hat man im Endeffekt nur noch ein bestimmtes Budget. Man muss für alles selber sorgen und so weiter und so fort. Und da ist natürlich dann die Frage, kommt man damit zurecht oder kommt man nicht damit zurecht? Ich habe Glück, bei mir hat es so ziemlich gut geklappt. Aber was man halt auch immer wieder mitkriegt, ist halt, wenn Leute überhaupt nicht mit Geld umgehen können und sich dann, ja, im ersten Monat alleine sein, quasi schon verschulden, zu viel kaufen, bla bla bla. Ja, da ist die Frage, wie kommt man mit so einem eigenen Haushalt zurecht und sollte man sich da irgendwie einen Plan machen? Kann man sich irgendwie helfen lassen? Ja, und da ist als erstes mal, ja, helfen lassen kann man sich. Und die Frage ist da allerdings nur, wie. Natürlich kann man sich jetzt nicht helfen lassen, indem man sich von seinen Eltern Geld in den Hintern schieben lässt, bis das rausquillt. Boah, Kopfkino, nee. Aber was man natürlich immer gut gebrauchen kann, sind irgendwie Ratschläge von den Eltern. Auch wenn sich das komisch anhört, aber man wird es zu schätzen lernen, wissen, lernen, wie auch immer. Denn sie haben halt nun mal die Erfahrung gemacht. Und da kann man natürlich immer mal fragen, wie habt ihr das so hingekriegt, bla bla bla. Worauf kann ich achten? Die können einem doch gute Tipps geben. Und da würde ich auch drauf hören, auch weil, falls euer Verhältnis zu euren Eltern jetzt nicht mehr ganz so toll ist, auch dann, ihr solltet wirklich versuchen, euch mal Ratschläge von ihnen geben zu lassen, denn die wissen wirklich, wie es abgeht. Noch besser sind Großeltern, die haben noch mehr Lebenserfahrung. Es ist da im Endeffekt so, wie ganz früher bei den ersten Menschen, wo halt wirklich die Ältesten einfach die waren mit dem größten Wissen und somit die, die das Sagen hatten, weil sie wussten, was für, ja, das Gemeinwohl am wichtigsten war. Ich werde den Berg hier jetzt erstmal kahl machen, beziehungsweise ziemlich kahl mit Bäumen. Kahl. Was ein Name. Kahl. Ich bin froh, dass ich nicht Karl heiße, muss ich sagen. An alle Karls da draußen, tut mir leid, aber ne, ich finde den Namen jetzt persönlich nicht so den Hit. Es gab bestimmt mal ein Lied namens Kahl. Ja, gab's, glaube ich, sogar. Egal. Ja, das Problem ist einfach, wenn man sich keine Ratschläge geben lassen will und es nicht auf die Reihe kriegt, dann sieht es schwarz aus. Weil ohne wirklich mal Erfahrung zu hören, ohne sich mal einen Ratschlag geben zu lassen, eigenen Haushalt füllen, eigenes Leben führen, ist schon schwer. Und das wird auch nicht jeder packen, das muss man so ganz klar sagen. Jetzt renne ich hier noch ein bisschen hin und her, komplett orientierungslos, sammle ein paar Saplings ein, die wir später noch gebrauchen können. Aber ich denke mal, das Holz muss jetzt erstmal reichen, so ein bisschen, für den Kellerausbau. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Das mit dem Dreierfenster ist auch ganz schön, wenn hier jetzt... Ja, ich glaube, eine zweite Etage dürfte ja gar nicht mehr wirklich draufkommen, sondern direkt so ein Giebeldach, ein großes. Mal schauen. Ah, doch, die Saplings können wir erstmal hier reinpacken. Die sieht's auch. Sonnenblume kann da rein. Bisschen Kohle kann da rein. Der Sand kann da rein. Das Glas brauchen wir erstmal nicht. Apfel kann weg. Das kann weg, das kann weg. Ja gut. Bald können wir uns Eisenwerkzeug machen. Dann haben wir damit schon mal kein Problem mehr, dass wir momentan out of cobble sind. So, was wir jetzt gerade brauchen. Oakwood. Ganz viel Oakwood. Und ein paar Slabs davon auch noch. So, 30 Stück. Das sollte für oben auf jeden Fall schon mal reichen. Wir werden auch noch viel Wolle und alles brauchen. Also, das wird noch eine Heidenarbeit werden, die Tiere zusammenzukriegen. So, ist die Frage, obere Etage oder untere Etage? Obere Etage könnte man so ein Giebeldach draufsetzen.
dass wir quasi so den Giebel haben. Würde ich eventuell sogar nicht so. So. Nee, wobei, das wäre nichts. Wobei, eine Holzhütte komplett wäre schön. Da könnten wir aus. Nee, das ist trotzdem nichts mit dem Holz. Ich habe eine Idee fürs. Fürs Dach. Will sie nur nicht verraten. Tut mir leid. Entschuldigung. So, und zwar aus Birkenholz. Aber das mache ich später erst. Das will ich jetzt noch nicht kaputt machen. Da haben wir nochmal 5 mal Eisen. Den lasse ich jetzt mal im Inventar. Hierfür brauchten wir die noch. So, das passt. Dann könnten wir jetzt theoretisch einmal erstmal die hier abbauen. Und im Keller etwas klar Schiff schaffen, das heißt, die Wand rausreißen und eine richtige Wand einbauen. Ich weiß, das dauert lange und ihr habt da wahrscheinlich auch nicht so viel Lust drauf. Ich persönlich jetzt auch nicht so viel auf diesen langen Bauprozess. Aber es soll ja hinterher natürlich auch schön aussehen. Und dafür mache ich das dann doch gerne. So. Was ich jetzt erstmal mache. Na, das nicht. Doch, das war richtig. So. Und ein paar Fackeln noch auf den Boden verlegen. So. Dann können wir jetzt hier. Fuck. Okay, das ist ein Problem. Wir dürfen nicht ganz so weit nach vorne gehen. Zum Glück haben wir jetzt nichts kaputt gemacht. Rechts daneben wäre das Feld. Ne, da wäre noch nicht das Feld gewesen. Ah ne, das können wir vergessen so. Also der wird erstmal wieder zugemacht. Das heißt, das hier können wir komplett zumachen. Und die Wand muss eins zurückgeholt werden. Können wir nochmal die Fackeln hin. So, ich will Holz sparen. Das heißt, ich hole das Holz hier erstmal wieder raus. Brauchen wir eh nicht mehr. Das wird zugemacht. Das nicht. So. Na, jetzt. So. Ach, da muss das hier auch weg. Schade drum, aber kann man nicht ändern. Und ich meine, so sind wir, glaube ich, immer noch nicht unterm Haus. Ne, sind wir nicht. So sind wir immer noch vorm Haus mit unserem Keller. Und den können wir jetzt ja auch nach hinten ziehen. Also kein Problem mehr alles. Sprucewood werde ich übrigens für die Truhen als Unterlage benutzen. Habe ich mir gerade so überlegt. Das sollte dann ganz gut aussehen. So, und hier oben noch zu 16, 14, 12, 10 und 8. Jetzt sieht das hier ganz alles ein bisschen enger aus. Also hier werden wir nichts mehr machen. Das hier wird eine Schlagwand werden. Und da sieht man, dann hat man hier jetzt vernünftig Platz, um rumzulaufen, dass es nicht zu eng wird. Reicht auf jeden Fall dafür. Und breiter brauchst du dann auch nicht werden, finde ich. Und nach hinten, wie gesagt, müssen wir mal schauen, wie wir das dann genau machen. Ist die Frage, ob wir es hier jetzt überhaupt schon direkt zumachen wollen oder ob wir direkt weiterbauen wollen. Mal schauen. Ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Nämlich hier quasi bis an die Erdwand dran bauen, aber dann die Erdwand erstmal stehen lassen.
aber als wäre die nicht da, sondern so, dass der Keller quasi schon weiter ist, als er gebaut ist. Wenn ihr das jetzt richtig verstanden habt und mir folgen könnt. So. Haben wir noch mehr? Hier ist nochmal 10 Output und dann haben wir noch ein ganzes Stack. Okay. Brauchen wir gleich auch noch, aber. Zack. Erstmal ein Halbstack, das heißt, sind 2 Stacks an Output. So. Spruce-Wood. Ah, die müssen einmal auf den Boden und einmal dann hier in die Höhe. Das heißt, auf dem Boden können wir das Oakwood schon wieder rausholen. Ich hoffe, das passt so. 1, 2. Dry 4. Ne, das passt so eben nicht. Wenn wir direkt in der Ecke anfangen, hätten wir hier 1, 2. Hätten dann einmal den dazwischen. Hätten hier wieder 1, 2. Hätten einmal den dazwischen und hätten hier wieder 1, 2. Genauso machen wir es. Zack. Dann einmal Spruce Wood unter die Kisten, damit das hier unten quasi genauso aussieht wie dann auf der ersten Etage. Ist die Frage, machen wir es so? Ich glaube ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das sieht gut aus. Und dann können wir jetzt hier Kisten stapeln sozusagen. Erstmal so. Hier könnten wir theoretisch dann noch weitermachen mit Kisten an der Wand und an der Wand hinterher. Dass wir hier so einen kleinen Kellerraum haben. Den Keller will ich sowieso später noch erweitern. Aber hier erstmal so einen kleinen Kellerraum mit ein paar Kisten drin. Auf beiden Seiten. Müsste reichen. So, was wir aber auch noch brauchen. Ich mache hier mal ein paar Stickies. So, Sticks. Sechs Zäune sollten erstmal reichen. Jetzt habe ich doch zu viele Stickies gemacht. 1, 2, 3, 4. Okay, der hier kann eigentlich wieder weg. So, dann haben wir es jetzt so, dass wir hier halt einmal rum müssen. Kommt hier noch eine Fackel drauf und hier noch eine Fackel drauf. Ist zwar jetzt hier vorne leicht verengt, aber wieso auch nicht, ne? Genau. So, die Kiste soll ja später weg, das soll auch noch weg. Da könnte man hier noch so einen Blumentopf vormachen. Finde ich, es sieht immer ganz schön aus. So. Ja. Dann ist jetzt wirklich die Frage, wie machen wir das hier unten mit den Kisten? Erstmal müssen wir Kisten machen. So, da würde ich sagen... 7 Kisten. 8 Kisten. Und wir haben fast kein Spruce Wood mehr. Aber egal, wir haben 8 Kisten. Die brauchen wir dringender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sieht das dann jetzt im Endeffekt aus. Die Fackeln kommen dann hier zwischen. Genau so. Da kommt eine hin, da kommt eine hin. Wäre theoretisch, das wäre ein bisschen doof, dann müssten wir 2 Platz lassen für die nächste Kiste. Dann käme hier die nächste Kiste hin. Und von hier an dann immer mit einer Abstand hier die nächste Kiste. So, heißt wieder ein bisschen Spruce Wood. Zack, zack, zack. Spruce Wood Stairs haben wir jetzt nicht mehr. Also das heißt, hier kommt wieder eine Fackel und dann kommt die Fackel dahin. Hier kommt keine hin. Hier machen wir das exakt genauso. Nur, dass dann hier an dieser Stelle eben 1, 2, zack, keine Kiste sein wird, weil hier die Treppe runterkommt. Hier ist auch keine Kiste. Und dann hinten die Wand wird wahrscheinlich wieder irgendwie zugemacht. Wobei wir da ja auch noch nicht wissen, wie tief das Haus hinterher wirklich reingeht. Hier unten würde ich dann erstmal so ein bisschen sortieren von wegen verschiedene Erze und so weiter. Zum Beispiel ein bisschen Kohle, wo wir zwar ins Inventar und wo ist unsere ganze Kohle hin? Achso, hinten sind ja die Öfen voll. Upsala.
Ach, die hatte ich aufgeteilt, ne? Da habe ich irgendwie zu wenig Kohle reingemacht. 8, 16, so. Da kommen die 64 Steine schon mal raus. Da kommen die 64 Steine raus. Dann machen wir es so und so. Und kriegen schon mal 2 Stacks an Stone Bricks raus. Kommen erstmal wieder zurück hier rein. Also, zuerst hätte ich hier unten gerne Erze und sowas verteilt. Lapis, Redstone, Iron Ore. Das kommt weg, 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 das kommt weg. Emeralds. Iron Ore, Iron Ore. Joa, das sollte es soweit gewesen sein. Ach nee, hier ist ja noch Eisen. Zack, so, das sollte es gewesen sein. Müssen wir noch Schilder machen. Und dann würde ich sagen, hier kommt so Kobbel und Erde hin. Hier kommt so anderes Gedöns hin. Und hier unten machen wir dann rein. Wobei, habe ich lieber oben, muss ich gestehen. Habe ich lieber oben. Heißt, wir nehmen die Kiste. Zack. Und setzen sie hier. Einmal so, einmal so. Hier oben hin. Bisschen Kohle kommt erstmal nach oben. Unter die Kohle packen wir den Redstone. Davon haben wir auch mal viel. Darunter würde ich dann schon das Eisen packen. Mit dem Eisenerz auf der anderen Seite. Also die Erze passend immer dazu gegenüber. Lapis Lazuli. Die Emeralds packe ich nach ganz unten. Hier ist dann noch Platz für Diamanten. Und dann hätten wir hier schon mal unsere Heißkiste fertig. Die Erde kommt hier oben rein. Ich gehe mal ganz kurz schlafen. Aber bevor ich schlafen gehe, gucke ich einmal Licht vom Block. 12, hier unten ist egal. 12, 12, 12, 11, 10, 11, 12, 13, 14. Gut, das ist alles gut. Okay, dann können wir schlafen gehen. Und die Folge ist jetzt auch schon wieder zu Ende. Das heißt, danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und auf Wiedersehen.